Genau, keine Rolle. Im Buch von Nisargadatta gibt es eine schöne Sequenz, wo ja die letzten Minuten seines Todes eben beschrieben werden. Da Okay. steht halt drin, die letzten Worte, die er dann gesagt hat, jetzt verlassen mich mit dem Körper die letzten Tendenzen des sogenannten Nisargadatta. Und es macht nichts. Ja. Das ist halt das Ding. Also ob da vorne dann noch was war oder nicht war, ob dieser Körper Tendenzen hat und der Denkapparat Tendenzen und ob da irgendwelche trainierten genetischen Tendenzen auftauchen oder nicht, hat nie das bedingt, was das ist, was du bist. Und darauf weist er dann mit absoluter Deutlichkeit hin. Dass nämlich, solange es den Körper gibt und irgendwelche Erscheinungen, haben diese Erscheinungen Tendenzen. Der Bauch will satt sein und der Denkapparat braucht neue Sensationen, der denkt daran da und das und das. Das ist alles in seiner Natur und alles ist die Natur dessen. Aber alles, wie es sich gestaltet, kann das nicht bedingen, was du bist. Also du bist immer trotz der An- oder Abwesenheit dieser ganzen Erfahrbarkeit von objekthaften Erfahrungen das, was du bist. Und das bist du halt auch jede Nacht. Dafür brauchst du nichts erfahren, dafür brauchst du nichts lernen, nichts wissen, nichts denken, nichts erfahren, kein Bewusstsein erweitern und nichts, was du dir sonst vorgestellt hast. Weil jede Nacht gehst du so ganz natürlich in deinen Tief-Tiefschlaf. Und bist das, nämlich was auch in der absoluten Abwesenheit eines Erfahrenen oder jede Art von Erfahrung ist, was es ist. Und jeden Morgen wacht dieser phänomenale Erfahrene auf, hat dann wieder seine Erfahrungen und seine Gedankenspiele und seine ganzen phänomenalen Tralala im Kopf und dann jede Nacht klappt er wieder zusammen. Also jeden Morgen entfaltet sich das und jeden Abend geht es wieder zurück in das. Und du kennst es nichts mehr als wie dich selbst, das zu sein. Weil du jede Nacht alles in dem verschwinden lässt, was das ist, und jeden Morgen wacht es in dem wieder auf. Und du bist immer das, was das ist. Und mehr ist nicht. Und das braucht nie, das zu verstehen oder irgendeine bedingte Erfahrung von irgendeiner Art und Weise zu machen, um zu dem zu werden. Und das kann ich halt immer nur wiederholen und darauf hinweisen, dass eben das nicht bedingt ist an irgendein kommendes und gehendes phänomenales Ereignis. In keiner Art und Weise. Weil nur die phänomenalen Ereignisse können nur sein in der Präsenz dessen. Und das erste phänomenale Ereignis ist Gewahrsein als Lichtempfindung. Und vor der Lichtempfindung ist das, was du bist. Und da ist nie etwas passiert. Und da ist ein Frieden, der nicht bedingt ist an einen Umstand in dieser sogenannten relativen Welt, von dem man sich ja erdenken kann oder vorstellen könnte. Weil jede Art von Frieden und Krieg kann es nur in der Präsenz dessen geben. Aber dies ist nie bedingt an die An- oder Abwesenheit irgendeiner Erfahrung von Krieg oder Frieden. Also.